dass Sie wieder mit dabei sind. Wir sind heute auf dem Nike-Schmeckmarkt in Reutlingen und hier gibt es viele tolle einheimische Produkte, die man kaufen und natürlich auch probieren kann. Und da schauen wir jetzt mal. Kommen Sie mit! Wir haben hier unseren Apfelsaft, der Cuvée aus handverlesenen alten Apfelsorten und drei verschiedene Sorten Apfelgelee, die wir aus unserem eigenen Saft herstellen. Unser Schlemmerapfel ist der Saft pur, unser Amorapfel ist mit Rose dabei und unser Feuerapfel ist mit Chili drin. Das Rosenküchle wird im traditionellen Rosenküchle-Eisen ausbacken. Das Rosenküchle-Eisen gab es auch schon vor 200 Jahren so. Sieht toll aus. Rosenküchle mit Zimt und Zucker anbieten oder auch mit Sahne. So, jetzt werde ich natürlich das Rosenküchle auch einmal probieren. Dankeschön. Es schmeckt wie eine knusprige Waffel. Darf ich Sie kurz fragen, wie schmeckt Ihnen das? Sehr gut, danke. Sehr gut? Ja. Und Ihnen? Man kann es essen. Man kann es essen. Aha, okay. Das heißt saugut. Saugut auf Schwäbisch. Okay, danke. Bitte. Wir kommen aus Gammerdingen-Mariaborg, Marktplatz, und bieten unsere eigenen Produkte an, die in der Metzgerei und Bäckerei produziert werden. Die können Sie bei uns in Mariaborg auch immer Marktplatz erworben und und heute lauter frische Sachen dabei. Wie gefällt es Ihnen denn hier? Ach, sehr gut, wir kommen jedes Jahr hierher und sehr große Auswahl, leckeres Essen gibt es auch, also ganz toll ist es. Woher sind Sie? Ich bin aus Reutlingen, aus Betzingen. Okay, dann viel Spaß noch. Ja, hier gibt es den Reichenauer Pfiffikus, Sie dürfen gerne mal probieren. Eine Würze nur aus Gemüse und etwas Steinsalz. Das Besondere ist, keinerlei Geschmacksverstärker. Sie könnten mal hier die Kamera hinmachen, dann sieht man es besser. Ohne Hefeextrakt, ohne Geschmacksverstärker und Glutamat. Der Geschmack kommt einfach durch den hohen Gemüseanteil. Das ist jetzt ein Kartoffelbratling, ein Kartoffelküchle. So, jetzt probiere ich mal den Bio-Kartoffelpuffer, wie der schmeckt. Sehr, sehr gut. Kann man nur weiterempfehlen. Ja, hallo. Wir sind die beiden Organisatorinnen vom Nike-Schmeckmarkt, den wir seit 9 Jahren organisieren. Im nächsten Jahr haben wir den 10. Markt und da wird es hoffentlich genauso schönes Wetter haben wie heute. Das ist übrigens ein Markenzeichen des Nike-Schmeckmarktes, dass wir immer schönes Wetter haben, dass es bisher noch nie geregnet hat. Was für die Anbieter auch sehr wichtig ist. Also es ist ja eine Wahnsinnsvorbereitung. Und dann freuen sich alle, wenn es schön ist und eine angenehme Atmosphäre. Alle sind gut drauf. Wenn man drüber geht über den Markt, kriegt man das schnell mit. Die Anbieter, die Zahl hat jedes Jahr unglaublich zugenommen. Jetzt dieses Jahr haben wir 174 und wir haben schon gesagt, bei 140 haben wir gesagt, jetzt sind wir voll. Aber dann geht immer noch was und jetzt dieses Jahr haben wir, wie gesagt, 174 Anbieter. Es macht aber nach wie vor großen Spaß, dass wir das hier auf der Planie und im Stadtgarten organisieren können. Es ist immer ein großer Stress. Aber hinterher lohnt es sich auch. Wir haben Ketchup hier. Ketchup aus allen möglichen Gemüse- und Obstsorten, weil Ketchup muss nicht aus Tomaten sein. Klar, es gibt Tomatenketchup, wenn man es aus Tomaten macht. Aber das muss halt nicht sein. Man kann es genauso gut aus Erdbeeren, aus Kirschen, aus Äpfeln, aus Pflaumen, aus allen möglichen machen. Wären natürlich dann ganz andere Geschmacksrichtungen auch. Tomatenketchup gibt es im Supermarkt, bei mir gibt es außergewöhnliche Sachen und dafür sind wir heute hier, um Menschen süchtig zu machen und zum Probieren.
das war's heute von hier. Uns hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Jetzt gönne ich mir mein Glas Prosecco. Das habe ich mir jetzt verdient. Bis zum nächsten Mal.